So, wir schauen uns jetzt mal an, den Aal vergraben. Fange einen Aal, der vom Köder in der Reuse angezogen wird. Das verstehe ich eigentlich nicht, denn ich habe schon einen Aal. Nämlich den hier. Oh, das ist ein Kabel, ja. Dann hat er den nicht genommen. Okay. Wui! Wui! Da müssen wir mal da rein und müssen mal gucken, wo der Aal ist. Ich habe ihn nämlich nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich ist der Quest am, ja, gescheitert. Wahrscheinlich ist der Quest gescheitert. Das ist nämlich ein Kabeljau. Ich habe gedacht, das ist der Aal, aber gut. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Was haben wir hier noch? Erde. Das ist ein Tintenfisch. Das ist ein Karpfen. Das ist ein Flussbarsch. Das ist ein Aal. Okay, den brauchen wir. Das ist eine Gurke. Gottes Willen. Ah, cool, cool, cool. Was haben wir denn hier noch? Die Austern, das ist ja ganz was Neues. Austern? Das ist jetzt neu. Das kenne ich gar nicht. Okay, naja, immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues. Das ist die mysteriöse Scheibe. Das ist ein Quest, den müssen wir noch machen. Könnte eigentlich hier rein, ne? Sehr schön. Jetzt haben wir ja noch ein Pflänzchen rumliegen. Da wissen wir wieder nicht, wo die hinkört. Da können wir den Sand dazu tun. Da passt da gut drauf. Und die Pflanze, die haue ich jetzt einfach mal. Ja, von wegen. Die haust du da gar nicht rein. Hat er geklopft? Wie ist das schön? So. Okay, auf zum Strand. Vajana, komm. Wir gehen jetzt mal zum Strand. Und gucken mal, was da passiert. Wie wir das am besten machen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das geht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und was da verlangt wird. Oh, Seetang, 3 Stück, sehr schön. Hering, Lachs, Regenbulle, Forelle und ein Kabeljau, auch sehr schön, dankeschön. Was kostet da das nächste? Hallo! Ja, unser Dagobert. Was kostet der nächste Schritt? Ich bleib nicht stehen, um an den Rosen zu riechen, wenn es Geld zu verdienen gibt. Das ist schade. Hallo! 20.000 will er dafür haben. Okay, 20.000 Money. So, jetzt müssen wir versuchen, den Aal zu vergraben. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Jetzt müssen wir uns das mal anschauen. Bringe Maui. Ah, wir müssen zu Maui. Ja, dann gucken wir mal. Okay, gehen wir mal zu Maui. Da ist Remy. Leider habe ich keine Zeit für dich. Remy. Remy. Maui, ich brauche mal einen Halbgott. Habe ich die nicht gerade eben... Wo ist Maui? Da ist Maui. Schön, dass du da bist, Vajana. Jetzt muss man wenigstens nicht immer alleine rumlaufen. Komm schon her! Ich bin da!
Ich habe jetzt einen Aal. Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe den Leuten von meinen vielen Taten erzählt. Außerdem Tipps für die Haarpflege. Hey, ich bin hier. Ich stehe auf der anderen Seite. Bald hast du einen Kokosnussbaum mit freundlicher Unterstützung von meiner Wenigkeit. Ja, ich werde diese Kokosnuss genießen. Danke, vielen Dank. Na, dann vergraben wir den jetzt mal. Jetzt mal ganz ehrlich. Müssen wir hier irgendwie gießen oder so? Nein, müssen wir nicht. Wir haben leider nur einen. Brauchen wir da noch irgendwas? Wald der Tapferkeit. Das kann man sagen. Man kann sagen, man kann zu Donald Duck sagen, was man will. Aber die Leistung, die er erbracht hat, die war phänomenal. Na, wie geht's? Können wir was verkaufen? Ich glaub's jetzt nicht. Okay, da gibt's nichts. Meinetwegen. Komm, wir gehen zum Strand. Gehen wir mal rüber. Gehen wir mal und machen das mal. Wo können wir denn einen schönen... Mach mal hier einen Baum her. Hier würde er perfekt passen. Na gut. Dann tun wir das mal. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie das geht. Ah. Sonnige Tage, das kommt von mir. Den Aal vergraben. Cool. War das Holz hier vorher auch schon da? Ach, das ist sein... sein Angelhakenwaffe. Und jetzt hege und pflege die Pflanze, bis sie zu einer Kokospalme heranwächst. Okay. Ach, ich muss sie jetzt noch hegen und pflegen. Okay, gut. So, Ladies and Gentlemen, wenn du dich wenigstens... Ja, also er ist ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger. Wie Arnold Schwarzenegger ist er. Da möchte jemand gestreichelt werden. Oh, niedlich. Da ist Mini. Komm, machen wir mal den Quest von Mini, ha? Meinst? Ja. Die Arme läuft doch da Asche. Aber ich hab doch... Habe ich Mini nicht schon befreit? What? Ich habe die noch nicht befreit. Okay. Das wusste ich nicht. Das sind die Kleinen, oder? Die müssten gehen, oder? Ja. Die gehen. Alles klar. Was haben wir denn hier Schönes? Hallöchen. Hallöchen. Wir machen mal den hier, weil da haben wir recht wenig von dem. Wie der sich freut. Okay. So, dann haben wir den Aal gemacht. Super, Ladies and Gentlemen. Dann war's da schon. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht vergessen, den immer wieder mal zu gießen. Das ist der Dings. Das ist Merlin. Ich finde Merlin immer vom... Oh, das hat nicht gelangt. Wir haben nur noch drei. Okay. Wolli. Das ist Merlin. Das Wolli. Wolli tut ein bisschen angeln. Oh Gott, Wolli ist so süß. So guck mal. Wie friedlich.
Wenn ich mir überlege, dass der vorher auf dieser Insel war oder auf diesem Bereich, wo... auf diesem Müllberg, na. So, Ladies and Gentlemen, ihr habt jetzt gesehen, wie das geht mit dem Aalvergraben. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wenn Fragen sind. Bitte auf YouTube schreiben. Besucht mich auch auf TikTok unter Johnny and Friends Gaming, auf Twitch unter Johnny and Friends Gaming und auf YouTube natürlich hier unter Johnny and Friends Gaming. Danke, den Aalvergraben haben wir gemacht. Jetzt müssen wir halt nicht vergessen, den immer wieder mal zu gießen. Schau an, der ist schon wieder vertrocknet. Okay, da muss man ein bisschen... Oh, heilige Maria. Wenn er fünfmal herlaufen. Den muss man bestimmt jetzt dreimal gießen. Also ihr seht, dranbleiben. Danke, tschüss. So, Ladies and Gentlemen, hier ist das Ergebnis des Questes, den Aal vergraben. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Und schon war sie fertig. Also zweimal gießen, kurz warten. Und dann ist sie da. Haben wir wirklich keine Kokosnüsse sonst? What? Jetzt ist sie weg. Das ist ja nicht dein Ernst. Bringe Maui die Kokosnuss. Ach, das geht noch weiter, der Quest. Na komm, dann auf. Ja, weil ich gerade gesagt habe, die Leistung von Donald Duck ist nicht so. zu überschätzen, unterschätzen. Er hat den Mut gehabt, damals, als die Dornen gekommen sind und als jemand hier versucht hat. Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Ja, Schlitten machen wir demnächst. Goldener Fisch wäre nicht schlecht, aber nicht jetzt. Er hat sich dem Bösen gestellt und hat ihm nachgejagt. Und das muss man ihm ganz einfach lassen. Jetzt müssen wir mal hier kurz in die Map reingehen. Ach, der ist schon da unten. Okay, das wusste ich ja nicht. Das war klar. Okay, dann geht es tatsächlich noch weiter mit der Kokosnuss. Dann geben wir ihm mal die Kokosnuss. Er hat ja gesagt, er will die erste haben. Das stimmt. Dir ist klar, dass du mit mir sprechen willst. Ja. Ja, das ist mir klar. Du bist hier. Gut, wir müssen weiter. Tada! Kokosnüsse, eine der vielen Taten, die mich zum Helden gemacht haben. Okay. Da wir gerade von meinem Heldentum sprechen, bist du ebenfalls ein Halbgott. Du bist ein bisschen klein, mickrig. Nein, das ist sowas von verrückt. Du bist nur ein einfacher Mensch, der nicht menschliche Dinge zu tun kann. Wow! Eigentlich ist es mir egal, denn ich wachse. Denn jetzt wachsen die Kokosnüsse auf natürliche Weise am Strand. Man muss keine Aale mehr vergraben. Du kannst jetzt gehen. Gut gemacht, Zwerg. Jetzt ist er vollständig. Okay, ich habe gedacht, das war's vorhin schon. Und jetzt wachsen die auf natürlicher Weise, ja. Sag mal, Kokosnüsse. Woo. Wo habe ich denn dann die Kokosnüsse her? Weil wir haben Kokosnüsse, ne? Wir haben Kokosnüsse. Wo kommt denn das Zeug alles her? Ja, Wahnsinn. So, Seetang. Gut, Merlin will auch schon wieder was. Jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Es ist nicht schwer. Relativ einfach sogar. Okay, Regenbogenforelle, passt. Goodie. Merlin, naja, was willst du denn? Schauen wir mal. Mysteriöse Scheibe. Das machen wir in einem Extra-Quest. Das Geheimnis der Kristalle machen wir gleich im nächsten Quest, damit die Leute das besser finden. Good, Ladies and Gentlemen, dann haben wir hier nochmal eine Ergänzung zu den Aal vergraben. Da kommt ein kleines Kuscheln. Jetzt möchte gekuschelt werden. So, schön streicheln. Okay, jetzt habt ihr das gesehen. Alles klar, bis dann, euer Nils. Ciao. Wally, der tut immer noch angeln.